Vater hat uns im Grunde genommen eingebläut, ich bin in dieses Land gekommen, um bessere Chancen zu erkämpfen für euch. Auf der einen Seite sind Fremde diejenigen, die suspekt sind, die bedrohlich sind, denen alles Schlechte zugeschoben wird. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Liebe zum Fremden. Dass mein Vater jetzt an seinem Lebensabend, der ist jetzt 78, eben resigniert hat und gesagt hat, alle meine Versuche, alle meine Anstrengungen, Deutscher zu werden, sind eigentlich gescheitert. Der sieht sich heute wieder als Türke. Meine Güte, wir sind einfach unerwünschte Flüchtlinge und am liebsten zieht man auf Meer hinaus und dass das Boot irgendwo untergeht und da hätten alle Welt Ruhe vor uns. Es geht darum zu sehen, dass die größten Fluchtbewegungen gar nicht Europa erreichen. Aber dass natürlich auch Europa von diesen Fluchtursachen seinen Anteil bekommt. Und sich darauf vorzubereiten, dass Fluchtbewegungen eher zunehmen werden in der Zukunft. Dass wir jetzt einen Vorgeschmack bekommen haben von dem, was noch kommen wird.